Moin Leute. Ja, heute wollen wir euch unseren neuen Mäher vorstellen. Im Sommer haben Michi und ich die Entscheidung gefällt. Ja, der TKF Michi, oder wie hieß er denn noch? Ich glaube TKF 230. TKF 230 haben wir seit 2017 als Gebrauchgerät bekommen. Ja, der eine mag lieber vorne mähen, der andere lieber hinten. Ja, was wir jetzt auf einmal sagen ist, ich habe den ersten Mäher 2003 bekommen, ein RN 225, der hat auch fast 10 Jahre bei uns gelaufen, dann kam 2011 nochmal einer, das ist dieses Modell, was wir hier stehen haben, und ohne Probleme läuft der. Dass du mal Messer wechselst oder irgendwas. Dadurch, dass die Rotierung der Messer so eine hohe Einheit hat, das ist ja fast ein Meter, wenn ihr das hier seht, wird er auch mit großem Gras top fertig, wenn du da nicht zukommst. Und das ist jetzt mal so hoch und wir fahren 8,1 km/h. Total toll. Klar siehst du ein bisschen die Radspuren noch, wir mähen ja nun keinen Golfrasen. Aber er wird damit fertig, und was ich schön finde an dieser Maschine, links, rechts gleichmäßigen Auswurf, der schön auf dem Baumstreifen abgelegt wird. Das mag ich gerne leiden. Und ja, beim anderen war es halt einfach so, wir haben den gehabt und haben eigentlich nur Reparaturen gehabt. Dann war wieder ein Keilriemen weggeflogen. Was hatten wir denn noch einmal? Die Messereinheiten verabschieden sich dann. Darunter ist ja so viel Rotation, kann man sagen. Wenn du den anmachst, der ist so laut. Also das hört sich ja an wie so, wie fast wie ein Sprühgerät, wenn der Mäher an ist. Ja, ja. Und der läuft einfach zu schwer auch. Zu schwer. Du brauchst im Jahr, würde ich fast sagen, wenn du mit dem mähst, 300 Liter mehr. 300 Liter, das haben wir neulich mal ausgerechnet. Ja. Das ist auch schon, das sind diese kleinen Dinge und alles. Und was ich eben schön finde, dies hier kommt alles hinterher. Ihr wisst, wenn der Trecker vorne nichts drin hat, du fährst anders in die Gasse rein, ja, beim Wenden, beim Drehen. Mit der Sprüh-Mäh-Kombination fahre ich dir nachts genauso mit als im Helm. Ja. Ohne Probleme. Was auch bei dem anderen war, ist klar, du hast bei diesem jetzt, wenn wir hinten mähen, du hast die Reifenspuren, was Papa eben schon sagte, die dann wieder frühzeitiger, ja, hochkommen. Beim anderen hast du diesen, so ein, was sagtest du da noch immer zu, Irokesenschnitt. Der lässt, da bleibt immer so ein kleiner Streifen stehen in der Mitte, ja, so ein kleiner, weil er so eine Überschneidklinge, ja, hat. Und dann bleibt das halt ein bisschen höher, so ein ganz kleiner Haarschnitt. Kannst du auch mitleben. Was du aber bei dem Mäher hast, ist, dass du von den Vorderreifen, die dann vorweglaufen, was uns aufgefallen ist, da bleibt das Gras immer höher. Die vorweglaufen. Klar könnte man die jetzt auch so einstellen, dass die außen unterm Baum laufen. Dann hast du das vielleicht nicht. Aber dann ist auch halt auch immer, ja, ein bisschen. Klar. Also ich will den Mäher auch nicht schlecht machen. Es schwören viele Berufskollegen da auf, die finden den toll. Schön schlank am Trecker angebaut, genau, schön kurz. Wendelmanöver ist geil, ihr kriegt ihn auch in verschiedenen Arbeitsbreiten. Aber bei uns ist der Hammer gefallen. Es kommt ein Zweitgerät dazu für hinten und die Spritzen kommen da ran. Genau. Ihr kennt unsere Spritzen, wir fahren hier mit 1000 Liter in der Kombination. Das ohne Probleme. Da geht ihr. Und was ich toll fände, wenn ihr Heckmäher habt, er ist nicht an. Ein Frontmäher ist ja immer an bestimmte Träger gebunden. Du musst ja auch eine Fronthydraulik haben. Und so geht das Spiel weiter, wenn ein Träger ausfällt. Ja, und jetzt ist das bei uns so: dies hier ist der Seniormäher, kann man sagen. Der hat das jetzt nächstes Jahr ruhiger. Der wird dann rausgeholt, wenn wir mal wirklich in Kombination fahren wollen. Aber eigentlich, wir schwenken jetzt mal rüber. Hat der jetzt hier das Sagen? Ja, er hier ist jetzt mittlerweile nächstes Jahr 10 Jahre alt. Ja, hat 10 Jahre. Ich finde, er sieht auch dafür echt top aus. Und das hier ist jetzt der neue, Baujahr 2020. Und wenn man ihn so anguckt, sind da eigentlich nur kleinste Veränderungen, ne? Ja, also was, ich auch was wir hier sehen, einmal ist hier oben der, genau, Anbaupunkt für den Oberlenker. Können wir hier mal eben gucken. Ja. Das ist ein bisschen anders gestaltet. Aber sonst? Aber sonst auch hier die Räder und alles, ne? Ist hier ein Schmiernippel drin? Nee, ich glaube, das haben die weggelassen, ne? Muss man mal gucken. Das. Die sind ohne Schmiernippel. Doch, nee, ist da. Ist da? Ist da. Super. Ja, der andere, der TKF 230, der hatte nämlich keine. Was ich sagen muss, wir haben früher einen Gummilappen, wie wir den neu gekriegt haben, haben wir einen Gummilappen hinten dran gehabt. Das haben sie jetzt auch schon mal aus Blech gemacht. Wir haben das da hinten ein bisschen stärker gewählt. Das haben wir mit unserem Kumpel mal angebaut vor 2 Jahren. Weil wenn das Blech nicht dran ist, der schmeißt aber hinten was raus. Ja, das hängt alles in der Spitze. Wenn du mal ein bisschen Busch liegen hast oder so, das knallt auch gleich. Ja, was sie jetzt noch besser gemacht haben, ist hier, ne? Gleich ein Loch für den Nippel. Das ist schon nicht, ja, schlecht. Kommst da gut hin. Was sie, wo ich auch sagen muss, was perfekt scheiße gemacht hat, ist, ja, guckt euch das hier mal an. Ne? Typenschild ist zwar da, aber kommt mal mit hier. Ja, von 2011. Das ist doch ein Typenschild. Was macht ihr da eigentlich, ne? So ist das doch geil. Schönes Blechschild draufgenietet. Hält immer. Der hält noch 10 Jahre und länger. Genau. Also das ist so ein bisschen schade. Ja, diese hier, die fliegen bei uns sowieso raus. Die Seitenklappen hier. Ja, die drei Schrauben hier.
genau. Zack, und den kannst du unter die Werkbank packen. Der muss das loswerden. Der muss das loswerden. Sonst kaut er sich da auch in fest. Ja, ich finde es eigentlich, ja, wie Michi schon sagte, er läuft leicht. Du kannst auch mit einem 40 PS Trecker damit losfahren. Oder ich glaube noch weniger, 35 PS kannst du auch vorhängen, damit da. Ja, dann wird es auch schon ernst, ne? Ja. Ja, hier ist dann noch, hier kommen die hydraulischen Schläuche hin. Was kannst du hier anbauen, wenn du was hast? Hier kommt so eine Schelle rauf für die Hydraulikschläuche. Das ist hier schon vorbereitet. Vorbereitet mit Gewinde hin, ne? Raufsetzen. Ja. Was die Maschinen jetzt. Was gibt's denn da? Hydraulisch. An dem Meer. Was kommt hier mit Hydraulikleitung ran? Ist das eine Schwenkscheibe? Kann man die hier anbauen? Oder? Boah, weiß ich nicht. Weil die anderen, diese, wie nennt man die hier noch? Diese Meer, die auseinander gehen? Diese Scheinmeer, diese... Nee, die du aufklappen kannst, wenn du ein breiteres Fahrgast hast. Das gibt's ja auch in Sprüh-Mee-Kombination. Fährt ja auch ein Bekannter von uns. Gar nicht so weit weg von uns. Ja. Der ist davon begeistert. Unterschiedliche Fahrgassen hast. Ja, vielleicht ist ein Kombi-Rahmen. Vielleicht gerade für das Gerät, was du eben meintest, wenn du jetzt Hydraulikschläuche hast. Du kriegst diesen Meer ja auch jetzt mit hydraulischer Seitenverschiebung. Kriegst du ja auch. Dann ist der Rahmen anders aufgebaut. Dann weißt du doch, wo die Schläuche hinkommen. Ne? Eine hydraulische Seitenverschiebung, wenn du das willst. Er soll jetzt ein bisschen mehr nach rechts mähen oder nach links. Gut, da sind wir jetzt so ein bisschen raus. Weiß ich nicht genau, was man hier an Hydrauliksachen... Also für uns kommt das sowieso nicht in Frage. 2,25 ist bei uns in den Fahrgassen top. Jo, fahren wir überall mit durch. Und wenn mal ein kleiner Streifen stehen bleibt, dann nimmst du ihn nächstes Mal mit. Ist ganz einfach. Ja, oder du fährst nochmal gegen an. Nein, ich finde das schön. Wo wir jetzt auf achten müssen bei unserem anderen Meer, das zeigen wir euch jetzt mal. Diese, da kann mich immer eben hinfilmen. Das arbeitet natürlich immer. Du hast ihn ja dann so richtig schön, dass er sich am Boden anpassen kann. Hast deine Mähhöhe eingestellt. Ja, und das sieht nach 10 Jahren so aus, ne? Sieht das nach 10 Jahren. Guckt euch deinen Unterschied mal an. Das hat natürlich schon mal so auf dem Spiel alles. Aber ich denke, das Eisen, das kann man neu aufbauen. Ja. Und dann funktioniert das auch wieder. Richtig. Aber Michi hat ihn ja schon einen schönen Namen gegeben. Das ist jetzt der Senior-Mäher. Ne? Ja, wir haben das hier auch nochmal gemacht, dass wir hier noch einen Schmiernippel reingesetzt haben für dieses Lager hier oben. Das können wir dann auch immer noch schmieren. Ob wir das da jetzt noch machen, vielleicht machen wir es auch nicht. Ich glaube, man macht das immer erst, wenn es Schrott ist. Ne? Was ich toll finde, auch die Gabel, die mussten wir ja neu haben. Diese hier. Ja. Da fährst du nach Paul und Sven hin, der geht ins Lager und gibt dir die mit. Ja. Das ist einfach und das kriegst du selber mit einem Schlagschrauber hin, kannst das mal eben umbauen. Richtig. Auch die Lager und so, das ist über die Jahre wirklich nicht viel, was der mehr an Reparatur. Hier liegt, glaube ich, noch eine Zange, ne? Hast du eine Zange? Ja, 17 habe ich jetzt hier nicht liegen. 17. Hier. So. Nimm ihn hin. Mach mir keine Kratzer am Blech, ne? Das ist ja auch wieder. Das ist eine gute Zange. Ist eigentlich keine Bambuszange. Er sagt, die müssen fest, wa? Sieht nach Regen aus da hinten. Ja, morgen soll das ein bisschen regnen, ne? Aber heute Nacht hat das auch ganz schön gestürmt. Na, gucken wir mal rein, ob da was drin ist. Das ist auch ein Griff jetzt, du. Den haben wir auch noch nicht. Gesehen? Ja, das ist ein Griff, du. Ja, hier. Das ist doch mal einfach. Ihr habt das Video gesehen, wo wir den Keilriemen gewechselt haben beim anderen Frontmäher. Da ist ja so ein Gewusel drin. Hier zwei Keilriemen und fertig. Ne? Wenn du jetzt Lust hast, kannst du die Kette auch noch aushängen. Oder drei sind das, ne? Für den Winter. Ja. Haben sie früher immer gemacht, ne? Ja. Also das ist schon ordentlich, ne? Man weiß, wie was funktioniert. Spanner, stabil ist gemacht, das Ganze. Gerät. Ist einfach so. Kannst den Gummidüdel da hinnehmen, hochlegen. Und kriegst das da wieder rauf. Nee, und aber ich sehe jetzt schon, den Griff benutzt du gar nicht, ne? So braucht er da gar nicht sein. Ja gut, die wollten auch mal was machen, ne? Ja. Ja, hier auch gleich wieder die schönen Aufkleber drauf. Cordes Landmaschinen. Ja, und die Höhe, die könnt ihr euch dann einstellen über die Räder hier, was ihr für eine Schnitthöhe haben wollt. Vorne, denke ich, ist das schon gut so. In der Mitte das Rad. Was eben wichtig ist, wenn ihr eine neue Maschine habt, dass ihr nach dem ersten Mähdurchgang oder nach 5 Stunden noch mal eben rumguckt, ob irgendwelche Schrauben lose sind. Denn das kann doch immer mal sein. Das ist so. Aber sonst hat sich nicht viel verändert. Nee. Wir wollten euch den einfach mal vorstellen. Mähen tun wir damit nächstes Jahr. Das ist verständlich. Jetzt brauchen wir da nicht mit reinfahren. Da ist kein Grasbestand. Nee. Und warum soll man den jetzt einsauen? Und trotzdem wollten wir euch den noch einmal zeigen.
solide, robuste Technik. Das muss man wirklich sagen. Dieses hier, das war ja auch an dem schon dran, ne? Dieses Blech hier. Und dann ist das irgendwann so, dann reißen hier diese Schrauben auf und dann fällt das ab. Das hatten wir bei dem auch. Ja. Dann haben wir da so einen Gummilappen rangekriegt. Das war dann der neue Trend, das sollte so geil sein. Der hält 2 Mähdurchgänge, dann ist er weggefetzt. So weg. Und dann haben wir uns gesagt, du, wir machen hier Zentimeter Flacheisen ran. Bisschen größer dimensioniert, da kannst du auch Bäume mit rausreißen. Und gut ist. Ich finde, das wird da, denke ich, die Jahre über auch kommen. Denn dies hier ist ein bisschen zu dünn gewählt. Wenn du jetzt rückwärts mal irgendwo gegensetzt, so ist es. Dann so ist das gleich verbogen hier. Ja. Und diese Schraubpunkte, was ich eben sagte, das ist der Schwachpunkt. Ja. Und das hast du hier eben durchgehend, weil so ein Mäher, der vibriert auch. Wenn wir die letzten Jahre trockene Sommere, der bibbert, der zittert ja richtig, wie der läuft. Und das hält Bombe, ne? Das ist geil. Das ist mal eben so am Rande. Ja, ist unsere Meinung. Und ja, ein RN225. Ja, viele Berufskollegen haben auch den RN2. 2 Meter, kriegst ihn ja auch in 2 Meter Breite. Und ja, das ist eben schon knapp, dass du denn den Streifen mitkriegst komplett. Ne? Naja. Aber bei unseren Fahrgassen, Baumstreifen sind auch schmäler geworden die letzten 2 Jahre, finde ich auch gut. Du hast das beim Pflücken, beim Ernten, alles schöner. Ne? Ach so. Gibt es den auch noch breiter? 2,50. Ne? 2,50. Ah, das ist ein bisschen doll. Dann kriegst du ihn auch als normales Gerät ohne durch. Wenn jetzt einer nur mähen will damit und will das alles gar nicht, also ihr habt verschiedene Varianten. Ja. Viele schwören noch auf die Zirkelmäher, dass sie das, die Breite verstellen können und alles. Aber da geht auch viel kaputt. Es sind so viele bewegliche Bauteile an. Viele. Es gibt das hier auch noch mit Getriebeabschaltung, ne? Beim Spritzer anmischen, dass er das nur durchgehen lässt. Haben wir jetzt auch nicht mitgenommen. Weil Nein, manchmal muss man auf sein Inneres hören. Und das hat letztes Jahr bei uns schon immer gezwittert, dass andere Menschen. Und da hat ja fast dieser mal alles gemäht und alles, weil es eben auch schneller geht, wenn der Manöver. Du bist losgefahren und es war schon wieder irgendwas kaputt. Also du hast ja nie einen Mähdurchgang geschafft, wo nichts kaputt war. Und was wir dazu sagen müssen ist, wir haben den Gebrauch gekauft, den Mäher. Und der Vorgänger, der hat einmal einen Drainagenkasten komplett damit rasiert. Da wurde eine ganze Messereinheit neu eingesetzt. Ja. Ob es da jetzt dran lag, dass er leicht verzogen war in sich, keine Ahnung. Das ist so. Gut, in diesem Sinne, wir sind wieder raus. Das ist unser neuer Mäher. Bis dann. Perfekt. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.